Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview bei Lebenskraft TV. Heute zu Gast haben wir Alexandros Tagaras bei uns. Er beschäftigt sich mit einem Thema, wo die meisten Menschen sagen würden, sowas ist nicht möglich und sowas gibt es nicht. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen und verschiedene Aspekte davon herausarbeiten, um einfach mal euch das nahe zu bringen, dieses Thema. Und zwar geht es um das Thema wenig essen oder eigentlich gar nichts mehr essen. Alexandros, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ich habe die Wildnispädagogik-Ausbildung gemacht und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass mein Wildnislehrer für uns kocht und aber nicht mehr mit uns isst und einfach immer nur rumläuft, seinen Tätigkeiten nachgeht und habe mich dann gefragt, wie ernährt er sich eigentlich? Mhm. Und am letzten Kurs, als alle Teilnehmer weg waren, bin ich mal zu ihm hin, habe ihn gefragt, weil mein Verdacht war, dass er vielleicht Rohköstler ist und zwischendurch mal eine Karotte oder eine Zucchini isst. Mhm. Und ich meine dann scherzhaft, das ist ja fast wie bei so einem indischen Höhlenguru, der nichts mehr isst. Und er mich angestrahlt und meinte, ja, so ist das. Mhm. Und in diesem Moment ist was in mir passiert, weil ich habe auf Anhieb gespürt, der lügt nicht. Da ist irgendwas in seinen Augen, habe ich gesehen, wo ich zugeben musste, wow, okay, jetzt bin ich neugierig. Dann habe ich nachgefragt, hat er mir das so erklärt, Lichtnahrung, dass es diesen Prozess gibt, 21 Tage, dass er das gemacht hat. Da habe ich gleich sein Buch gelesen, auch das Buch der Australierin Jasmuhin. Mhm. Und ich war dann Feuer und Flamme. Ich habe gemerkt, das will ich machen. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt zu dem Augenblick. Es gibt ja in unserer Gesellschaft immer noch sehr viele Leute, die behaupten, sowas geht nicht. Das ist nicht möglich. Die meisten sagen ja, man kennt es doch von den ganzen Fotos, ja, von irgendwelchen Kriegen, wie auch immer. Mhm. Wenn die Leute nichts essen, dann magern die irgendwie ab und sterben dann irgendwann, weil sie nichts zum Essen bekommen. Man spricht ja vom Verhungern. Also ist ja eigentlich ganz normal in den Köpfen der Menschen, wenn man nichts, also keine Nahrung zu sich nimmt, stirbt man. Mhm. So, jetzt hast du aber ganz andere Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt. Und das ist so das gängige Glaubensmuster. Irgendwann mal haben wir auch gedacht, man muss Fleisch essen, um zu überleben. Wenn man kein Fleisch isst, kommt man in einen Mangelzustand. Mhm. Und wenn dieses Glaubensmuster da ist, dann stimmt das auch. Der Mensch, wenn er kein Fleisch mehr isst, kommt tatsächlich in einen Mangelzustand. Und dann irgendwann gab es aber Vegetarier, die haben das durchbrochen und haben gemerkt, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, kein Mangel, wunderbar, die können immer noch alles machen. Und dann hat man es akzeptiert und hat gesagt, ja, funktioniert. Und dann gab es aber Leute, die gesagt haben, wir sind vegan, wir essen noch keine Milchprodukte, nur natürlich. Und dann haben wieder andere Leute gesagt, okay, ja, da kommst du ja in einen Mangelzustand, das geht nicht. Vegetarisch war noch in Ordnung, aber vegan geht nicht mehr. Und dann haben die Leute das einfach auch bewiesen. Und Vegetarier, der dieses feste Konzept gehabt hat, ich muss ja mindestens Milchprodukte essen, der hat tatsächlich einen Mangelzustand gekriegt. Mhm. Irgendwann gab es dann den Rohköstler. Und das ist Gleichverhalten zum Veganer. Und jetzt gibt es halt einfach Menschen, die sagen, Oder dann gab es noch die Leute, die nur noch Flüssigkeiten zu sich nahmen. Dann gibt es Leute, die auch das nicht mehr tun. Es ist immer das gleiche Konzept. Sobald ich fest an was glaube, dann wird es auch zu meiner Realität. Wie lange ist es bei dir schon, wo du keine Nahrung mehr zu dir nimmst? Das ist jetzt, pass auf, ein Jahr und eine Woche. Mhm. Genau. Wobei, ich kann ganz offen sagen, es ist nicht ganz gar keine, aber... Du hast mal was erwähnt, Eis und Schokolade oder irgendwas? Ja, hauptsächlich eigentlich süße Sachen, genau. Okay. Wenn, dann eigentlich hauptsächlich süße Sachen, mag ich noch sehr gerne. Ich trinke überwiegend, auf Säfte bin ich nicht so heiß, aber irgendwie Hafermilch, Soja, Vanillemilch, sowas. Ansonsten ab und zu mal ein Eis oder ein bisschen Schokolade. Und wenn ich meine Familie besuche, zum Beispiel meine Oma, dann esse ich auch mal ein volles Gericht mit. Das macht mir dann auch Spaß. Aber so dieses regelmäßige Essen und von wegen 3-4 Mal am Tag und Kochen und da bin ich draußen, das gibt's nicht mehr. Ich habe dann den Bluttest machen lassen, einen nach 5 Wochen nach dem Prozess und einen 4 Monate nach dem Prozess. Top-Blutwerte, Cholesterinkurve war vorbildlich, also alles wunderbar, wo ich sagen musste, also von ein bisschen Hafermilch, Sojamilch, Eisen, Schokolade, ich müsste irgendeinen Mangel zumindest haben. Vielleicht kann man so überleben, aber irgendwo, dass man sagt, dir fehlen Vitamine oder Mineralien, war aber nicht. Das ist sehr interessant. Weil, wenn du es genau nimmst, Schokolade hat, glaube ich, keine Vitamine, oder? Da kenne ich mich nicht mal so aus mit der Wissenschaft, aber ich glaube, das ist so das Gängige, ja? Dass man sagt, Schokolade ist ungesund. Es interessiert mich heute gar nicht mehr, was gesund. Wenn ich jetzt da Lust drauf habe, dann esse ich das. Aber wenn ich keine Lust habe zu essen, dann esse ich auch nichts. Und das ist das Schöne, weil ich mittlerweile so sehr genieße, einfach auch leer zu sein, klar zu sein.
da geht es mir gut in diesem Zustand. Und so entsteht eine Wahlfreiheit. Für mich ist Lichtnahrung gar nicht so sehr Essen oder Nicht-Essen, ist gar nicht so wichtig. Einfach diese Wahlfreiheit, dieses Lockere. Oh, heute hier ist ein Fest und sowas, hast ein Buffet gemacht, hast dir so viel Mühe gegeben, so viel Liebe. Ja, komm, ich esse ein bisschen was mit. Aber dann jeden Tag einkaufen, kochen und das, na, irgendwie merke ich neue Lebensqualität ohne. Wenn du was isst, wie viel isst du dann eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Man muss sich einfach so vorstellen, auch für unsere Zuschauer. Ja, das sieht jemand, es sitzt jemand bei uns im Studio, der behauptet, er ist im Lichtnahrungsprozess. Dann verbinden die meisten ja das Ganze damit, dass man nichts zu sich nimmt, ja, dass man irgendwie eingefallen ist. Ist bei dir jetzt nicht der Fall. Ja, du schaust ganz normal aus. Und bist sogar noch relativ jung und machst das Ganze. Das ist für viele nicht nachvollziehbar. Ja? Und wenn du da sagst, okay, dann denken die, ja, der isst doch was. Er isst der Eis und Schokolade. Ja? Und ab und zu kocht die Oma mal was oder so. Ja? Aber wie ist das? In welchen Mengen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das hängt wahrscheinlich von Person zu Person ab. Ich bin einfach so der Typ, meistens entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, entweder ich esse gar nicht, ich trinke bloß. Oder wenn ich was esse, esse ich halt voll. Dann habe ich richtig Lust drauf. Dann nehme ich auch zwei Teller und noch einen Nachtisch dazu. Aber das jeden Tag zu haben, das möchte ich einfach nicht mehr. Und Fasten konnte ich noch nie leiden. Also jetzt einfach in diesem Fastenzustand. Ich habe immer, wenn ich gefastet habe, früher war ich immer in einem Mangel. Ich habe einfach Schwäche gehabt, Müdigkeit und nö, das ist mir zu blöd. Ich habe gesagt, wenn ich Lichtnahrung mache, dann nur, wenn es mir gut geht und wenn ich gut genährt bin, ansonsten breche ich das ab, es interessiert mich nicht. Weil Lichtnahrung ist kein, wie soll ich sagen, so wie Yoga kein Sport ist, ist Lichtnahrung nicht eine weitere Technik, um irgendwie besonders oder toll zu sein oder das Essen aufzuhören. Aus meiner Sicht geht es um was ganz anderes bei dem Thema. Die meisten beleuchten diesen Essensfaktor, was für mich ein Nebeneffekt ist. Aber wenn man mal diesen Prozess macht, da gibt es verschiedenste, ob 21 Tage, 8, 7, 11 oder einfach so fließend für sich im Übergang, ist aus meiner Sicht ein Bewusstwerdungsprozess, einfach sich mal näher kommen, diesem, was ich persönlich als innere Wahrheit bezeichne, was andere als Gott bezeichnen, wie auch immer. Ich behaupte jetzt einfach mal, da gibt es irgendwas, das uns tatsächlich nährt. Um dieser Quelle mal näher zu kommen, bedeutet für mich einfach mal aufzuhören, für eine Weile was zu tun, aufzuhören zu essen und nur mal da zu sein, nur mal zu existieren, für eine Zeit lang. Und viele werden feststellen, da kommen heftige Entzüge. Nur dieses Dasein kann so intensiv sein, wenn man aber durch diesen Tunnel mal durchgeht, durch so einen Prozess. Ja, wer weiß, vielleicht wartet da ein ganz neuer Mensch. So ein bisschen wie sterben und neu geboren werden. Und was dann passiert, das beobachte ich mit Leuten, die tatsächlich länger von Lichtnahrung leben, das ist, dass eine gewisse Inspiration kommt, an diesem Leben teilzunehmen. Wirklich, boah, da möchte ich was umsetzen, sodass ich in die Fülle komme, die Menschen um mich herum und darüber hinaus vielleicht auch noch dieser Planet. Das ist für mich die Folge von Meditation, von Yoga, von Lichtnahrung, von all diesen spirituellen Praktiken. Und wenn es nicht die Folge ist, dann frage ich mich, warum macht ein Mensch das? Warum einfach nur aufhören zu essen? Macht für mich keinen Sinn. Wenn es mir nicht auf irgendeine Art und Weise dient, sodass ich wieder dienen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig für die ganzen Leute. Wenn ich mit jemandem darüber spreche, die meisten sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, einfach zum Essen aufhören. Es schmeckt ja, ist etwas Gesellschaftliches. Ja. Ich habe auch mal das Längste, was ich geschafft habe, das waren so 3 oder ein bisschen was über 3 Wochen Fastenkur. Und da nimmst du ja auch keine Nahrung zu dir. Nur halt so ein paar Vitamingeschichten und Entgiftungsgeschichten, um das Ganze auszuleiten. Und wenn du das 2 Wochen hintereinander mal durchgestanden hast, das Ganze, irgendwann beginnst du die letzte Woche, das Essen interessiert dich nicht, das Trinken interessiert dich nicht. Und du kommst in so einen richtigen Seinszustand rein. Du bist einfach voll bei dir. Du bist zentrierter. Das lenkt dich nicht so viel ab. Ja, das ist irgendwie nochmal ganz ein anderes Erleben. Aber ich denke mal, wichtig ist, dass man auch irgendwie eine Aufgabe dabei hat. Wenn man jetzt nur zu Hause rumsitzt und sich langweilt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das heißt, man braucht irgendwie eine Beschäftigung, um sich von dem Essen auch ein bisschen abzulenken. Zumindest am Anfang. Irgendwann wird das ganz normal. Ich hatte aber dann dieses Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich stoppe jetzt an dieser Stelle, weil ich einfach gemerkt habe, ich verliere alles. Die ganzen Klamotten, es hat nichts mehr gepasst. Wie ist es bei dir oder wie sind denn die Erfahrungswerte? Verliert man so viel Gewicht, weil manche behaupten bis zum gewissen Punkt und dann nimmt man wieder zu oder wie ist das genau? So habe ich es erlebt.
Genau, also ich war doch nochmal, ich weiß nicht, war länger nicht mehr auf der Waage, aber bestimmt 5-6 Kilo weniger gehabt als jetzt, nach meinem Prozess. Und ich war so ganz klassisch dünn, aber mit strahlenden Augen nach diesen 8 Tagen. Und was ich dann aber gemacht habe, ist, statt gleich wieder zurückzugehen, voll ins System oder zu den Eltern oder sonst irgendwo hin, Menschen, die mich kennen, ich bin einfach 3 Monate weg nach Costa Rica. Weil ich für mich entschieden habe, tiefer einzusteigen in diesen Prozess und ich einfach feststelle, wenn ich tiefer in Prozesse gehen möchte, wenn man einfach mal nur mit sich sitzt, eine ganze Zeit lang, sich selbst näher kommt, dann kann es einfach auch mal sein, dass man ein bisschen kränklich aussieht, müde, schwach, dass man Gewicht verliert. Und in diesem Moment, da ist man wie so ein kleines Pflänzchen, sehr fragil. Und wenn dann irgendjemand kommt mit den Ängsten, das ist wie wenn einer auf dich drauf tritt. Aber mit diesem Prozess, wenn man dem mal ein bisschen Raum gibt, einfach mal damit zu sein, dann kann was Neues entstehen. Weil wenn die Menschen dich an dem Punkt sehen, wo du schwach bist, ja, ist klar, oh, das tut dir nicht gut, die Lichtnahrung oder was du da machst mit dem Meditieren und deine Spiritualität. Dann kommt dann die Oma, Junge, du schaust schlecht aus, komm, ist was ja, hier. Ich kann es verstehen, ich kann es ja total verstehen. Ja. Aber vielleicht sind es oftmals auch Menschen, die nicht wissen, was es heißt, bewusst durch Prozesse durchzugehen. Wenn ich heute, ich gehe jetzt im Winter wieder irgendwo nach Peru, setze mich dort eine Weile hin und gehe einfach in mich und ich weiß, das kommt, dass ich nach einer Zeit auch wieder ein bisschen schlechter aussehen werde, aber ich habe mittlerweile das Vertrauen, dass wenn ich durch diesen Prozess durchgehe, achtsam, dass ich danach einfach auch wieder gut aussehen werde. Und so war es, ich habe auch wieder zugenommen. Und jetzt, mei, ich spüre auch, ich habe ein bisschen weniger Kraft als früher, nach wie vor immer noch genug, um alles zu machen, was ich machen möchte. Ich bin auch bei Baumpflegearbeiten dabei, ich lupfe Zeug, also irgendwie merke ich, da ist Energie da, ich kann die abrufen, es ist aber ein bisschen subtiler geworden. Früher war das mehr so eine Power und jetzt ist so, wie soll ich sagen, ich stelle mich drauf ein, das will ich jetzt heben und ich weiß, ich kann das. Und dann geht das auch. Es ist ein bisschen anderer Ansatz ans Leben allgemein, mehr von innen heraus zufrieden zu sein, inspiriert zu sein, kraftvoll zu sein, als die Dinge im Außen zu suchen. Ich glaube, wir suchen überwiegend meistens Erfüllung im Außen. Nahrung ist ein großer Faktor, Partnerschaft ist ein weiterer großer Faktor, Karriere, ich glaube, das sind so die 3 großen unserer Gesellschaft. Alles 3 schöne Dinge aus meiner Sicht, aber wenn wir darin Erfüllung suchen, da bin ich provokant und sage, funktioniert nicht. Ich glaube, da gibt es irgendwas in uns, wie auch immer man das benennen möchte. Und ich behaupte mal, dass das das Einzige ist, was tatsächlich Erfüllung bringt. Das, was uns wirklich nährt für dieses Leben, inspiriert, hier teilzunehmen, in dieser Materie voll dabei zu sein. Und wenn das die Grundlage ist, wenn ich kein Essen mehr brauche, keine Partnerschaft, keine Karriere, dann kann ich die Dinge wieder genießen. Dann gehen wir zusammen mal essen und genießen das. Dann begegne ich einer Frau und wir können das einfach genießen, ohne dass ich danach noch Erwartungen habe oder irgendwelche Dinge. Dann kann ich auch irgendwie was Schönes kreieren oder ein Business, das auch wieder anderen Menschen dient, aber ohne, dass es mich unbedingt nur groß darstellen muss. Hier geht es immer nur um mich. Hier geht es um was jenseits meiner Grenzen, etwas, das vielleicht uns beide sogar verbindet, das uns alle irgendwo verbindet. Zu den 3 Punkten, wo du erwähnt hast. Im Endeffekt ist ja nichts anderes wie einen gewissen Mangel, den man empfindet, den man unbedingt ausgleichen möchte, indem man es haben möchte. Ja? Ich möchte unbedingt was zum Essen haben. Ja? Ich möchte unbedingt eine Frau haben. Bei unserer Gesellschaft ist es so normal, ja, dass man eine Partnerin an der Seite hat. Ja. Man sucht immer im Außen irgendetwas oder einen guten Job, Reichtum, Haus, dies, jenes, weil man irgendwas haben möchte. Aber wenn man schon das innere Gefühl hat, dass man eh schon alles hat und diesen Mangel nicht mehr hat, dann ruht man in sich selbst. Ja, und dann können ganz andere Dinge entstehen im Außen. Ja, man braucht nicht immer hetzen, dass man das erreicht oder versuchen, ständig anzuschieben, sondern man ruht in sich selbst und lässt es geschehen. Ja. Und das ist die Gedankenstellung, die Zielsetzung nochmal ganz wesentlich. Aber ich glaube mal, das wäre dann wieder ein ganz anderes Thema, wo man wieder riesen Fass aufmachen da würde mit der Zielsetzung. Ich denke mal, hier geht es einfach mal darum, den Leuten einen Weg zu zeigen, noch mehr zu sich selbst zu finden. Und es muss ja nicht sein, dass man diesen Prozess für Jahre durchzieht. Man kann auch sich einfach mal reinspüren, einfach mal neugierig sein und das Ganze einfach mal zu erleben. Und da bietest du auch Kurse an.
Genau, das hatte ich nie vor. Ich wurde dieses Jahr von einer Person darauf angesprochen, du Alexandros, würdest du mich begleiten in meinem Lichtnahrungsprozess? Mhm. Ich habe gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Dann kam eine zweite Person, du, ich möchte einen Lichtnahrungsprozess machen, würdest du mich da begleiten? Nee, das habe ich nie vorgehabt. Mhm. Dann kam eine dritte Person, die drei kennen sich nicht. Du, würdest du mich begleiten? Okay, ich mach's. Ich kümmere mich um Räumlichkeiten, wenn ich die finde, dann mache ich's. Und es ging so. Ja. Schon waren die Räumlichkeiten da, die Unterkünfte, alles hat wunderbar gepasst. Und jetzt findet das dieses Jahr statt, 23. November bis 1. Dezember 2012. Mhm. Da begleite ich jetzt mit einer sehr guten Freundin diesen Prozess. Der wird 8 Tage lang dauern. Und innerhalb dieser 8 Tage trinkt man 3 Tage nicht. Und es geht wirklich darum, das sage ich ganz klar, sich selbst näher zu kommen in dieser Zeit. Ob man danach noch isst oder nicht isst, ob man danach weniger oder mehr schläft, all diese Dinge, das sind Nebeneffekte und die können passieren. Die passieren bei sehr vielen Menschen. Das ist sehr lebensbereichernd. Viele Menschen werden dadurch auch irgendwo gesünder, finden mehr Erfüllung. Aber ich sage immer, das ist nicht der Fokus, sondern wirklich hier. 8 Tage sind es, glaube ich. 8 Tage. Mhm. 8-Tage-Prozess. Und wie ist das dann? Fangen die meisten danach wieder an zu essen oder machen die nur die 8 Tage? Also Erfahrungswerte, schon ein bisschen, wie sich das verhält bei den Leuten? Also meine meisten Erfahrungswerte beruhen einfach auf Gesprächen von Menschen, die ich treffe. Ich komme ja mit dem Thema mit verschiedensten Leuten in Kontakt und die meisten fangen wieder an zu essen. Die meisten schon. Und es gibt dann einfach, meine grobe Schätzung ist so ungefähr, jeder Zehnte behält es bei. Und dieses Beibehalten sieht auch bei jedem wieder ganz anders aus. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die haben diesen Umstellungsprozess gemacht, die Eltern. Und die jugendlichen Kinder, die haben dann automatisch, durch das, dass sie mit den Eltern waren, irgendwie waren die auch in diesem Feld drin und haben das mit übernommen. Die essen einmal in der Woche. Jeden Donnerstagabend kochen die richtig und setzen sich hin und essen. Das ist ihr Essen, ansonsten leben die flüssig. Mhm. Dann gibt es wiederum andere Leute, die essen jetzt nur noch einmal am Tag. Mhm. Wo man auch sagen müsste, nee, also bei dem, was du machst, der arbeitet im Lager, lupft schwer, das geht eigentlich nicht. Oder ich habe nach meinem Lichtnahrungsprozess bei der Baumpflege mitgearbeitet. Und die gehen immer mittags essen. Ne? Und die essen da die großen Portionen. Ja. Und ich habe entweder was getrunken oder habe mir ein Eis mit Sahne bestellt. Weißt, so. Und die haben mich gefragt, wie machst du das? Wir sind hier manchmal 8, 9, 10 Stunden. Schwere Arbeit. Mhm. Von was ernährst du dich? Weiß nicht. Ich kann es wissenschaftlich Licht und Liebe, nicht erzählen. Ja. Ne? So ungefähr. So Licht, Luft, sagt. Liebe und Schokolade. So. Ja, es ist da. Aber Schokolade ist ja Liebesersatz, oder? So ungefähr, gell? Ist das Liebesersatz für dich, Schokolade? Oder irgendwie so Ausgleich für irgendwas auch? So wie alles. Egal ob Schokolade, egal ob Partnerschaft und ob es die Zigarette ist, ob es irgendwelche Drogen sind, ob es ein Bierchen ist. Irgendwo kann alles ein Genuss sein. Mhm. Und es ist dann, wie du gesagt hast, wenn ich es nicht mehr brauche. Wenn wir jetzt kein Bier brauchen, so, boah, wenn ich jetzt kein Bier trinke, geht's mir nicht gut. Dann können wir jetzt anstoßen, boah, dann schmeckt's gut, oder? In Bayern ist es schon üblich, ja. Fein, genau. Aber wenn ich am Abend da sitze und merke so, boah, wir haben kein Bier, ich muss zur Tankstelle, ne, es geht jetzt nicht ohne, dann bin ich in einem Zustand, wo ich merke, da geht Lebensqualität verloren. So auch mit der Schokolade, wenn ich das ständig brauche. Und das ist einfach, glaube ich, warum das so einen schlechten Ruf gekriegt hat in unserer Gesellschaft, diese ganze Süßigkeitenindustrie. Wir werden so abhängig davon, wir wollen immer mehr davon. Mhm. Wenn man das ab und zu genießt, mein Gott, und wenn es die halbe Tafel ist, aber wenn es nicht jeden Tag stattfindet, dann macht es wieder Spaß. Mhm. Ja? Auch mit Partnerschaft. Wenn mich jeden Tag, die ganze Zeit und noch was und hier und da und dort. Klar, irgendwann geht man sich auf die Nerven. Das ist wie 3 Tafeln Schokolade jeden Tag. Es wird einem schlecht davon. Boah, zu viel. Mhm. Wenn man da wieder in den Zustand kommt, so hey, ich lebe für mich als eigenständige Person glücklich und erfüllt. Du auch. Oh, super, jetzt können wir uns begegnen. Machen ein Projekt zusammen oder irgendwie, egal, ob Sexualität, egal welchen Bereich, ist schön. Aber jeder ist für sich gut und braucht an sich niemanden. Ja. Ja. Also mich interessiert es auf jeden Fall, mal bei deinem Kurs mitzumachen. Mhm. Vielleicht auch für unsere Zuschauer, wenn ihr Interesse habt, Adresse und so weiter, blenden wir alles von dir ein. Ja. Ich bin vielleicht auch mit dabei bei deinem nächsten Kurs. Das würde mich auf freuen. Jeden Fall interessieren. Bestimmt. Vielleicht machen wir sogar eine kleine Videoaufzeichnung mit rein. Mhm. Schauen wir mal, wie es sich irgendwie ergibt. Mhm. Irgendwie Termin bei mir so frei ist in dem Zeitraum, können wir das gerne machen. Mhm. Und du hast auch noch was erwähnt, ein Buch gibt es auch inzwischen über Lichtnahrung von dir? Genau, das kommt im November 2015 raus. Das habe ich geschrieben, wo ich einfach viele Dinge, die ich jetzt schon erwähnt habe, nochmal auf Papier gebracht habe. Meine ganzen Vorprozesse,
die 8 Tage selbst und was ich da auch so durchlaufen habe. Ich beschreibe auch, was es wirklich heißt, mal durch einen Entzug durchzugehen, also emotionalen Mangel durchzugehen, und was es dann heißt, auch im sozialen Kontext so zu leben. Und wie du schon gesagt hast, für manche Leute wird das sehr komisch sein. Und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden, einfach um das so rüberzubringen, dass Leute das annehmen können. Mhm. Das ist mir das Wichtigste. Weil wenn mich Lichtnahrung dorthin bringt, dass ich irgendwie Außenseiter werde, dann will ich das nicht mehr. Ich will voll integriert, voll am Leben teilnehmen, ja, an allem. Ich möchte ein paar Projekte, alles Mögliche. Und wenn mich das daran hindert, ist uninteressant. Wenn es mich aber unterstützt, und deswegen mache ich das, nicht wegen dem Nicht-Essen. Essen macht Spaß, Essen ist schön. Aber ich merke, es ist für mich immer wieder ein Fokus, täglich einfach so klar zu sein. Und dieses Nicht-Essen ist wie so eine tägliche Praxis, im Prinzip wie tägliche Meditation, was mich dann unterstützt, wieder mehr Energie zu haben für die Dinge, die ich tatsächlich umsetzen will. Lichtnahrung ist bei mir nicht der Fokus. Mhm. Ein Werkzeug für ja, Dinge jenseits dessen, was meine Interessen sind, meine kleine Interessenblase. Ja. Ja, für die Zuschauer, die sich näher mit dem Thema beschäftigen wollen, können natürlich vom Alexandros das Buch sich organisieren und bestellen. Da steht dann nochmal vieles beschrieben, wo man sich nochmal das Ganze zu Gemüt führen kann. Für diejenigen, die keine Entscheidungshilfe mehr brauchen, sind natürlich herzlich eingeladen zum Seminar über diesen 8-Tages-Prozess, wo man zu sich selbst findet. Es ist einfach eine nette Erfahrung, was das Leben wieder bereichert. Man kann mitreden zu diesem Thema. Und bedanke mich bei euch für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.